Hallo und willkommen zu meinem nächsten Video über die Bienenstockwaage. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man den Atini programmiert, also den Mikrocontroller. Der ist zu sehen hier. Den Mikrocontroller brauchen wir, um den Strom einzuschalten und auszuschalten vom Arduino Uno. So, wir stecken dann auf ein Breadboard und wir sehen hier einen Punkt. Bei diesem Punkt ist der Reset-Knopf, gegenüber ist Ground, gegenüber ist 5 Volt und hier ist der Ground. Wir müssen diesen programmieren, das geht auch mit unserem Arduino. Da müssen wir ein paar Kabel benutzen. So. Was brauchen wir? Wir müssen einmal die 5 Volt vom Arduino zum Eingang von Atini stecken, das ist hier gegenüber. Dann den Ground müssen wir auf den Ground vom Atini stecken, das ist hier. Dann hier beim Knopf ist der Reset. Der Reset ist der 10er Pin. Dann kommt der, das ist jetzt ein bisschen doof, der 13er Pin kommt hierher, also eins nach dem Power, also 5 Volt, dann kommt der 12er Pin und dann kommt der 11er digitale Pin. So, das sollte so ausschauen. Ich zeige dir noch ein Foto, wie das ausschauen soll. Wichtig ist noch, wir brauchen hier einen Verbraucher zwischen den Uno Reset und den Ground. Das verhindert, dass der Arduino sich rücksetzt beim Programmieren, also neu startet. Wenn wir das haben, gehen wir einmal unseren Arduino anstecken an den Laptop. Dann in unserer Arduino SDK gehen wir auf Datei und hier gibt es ein Beispiele. Und unter Beispiele, das sind mitgelieferte Beispiele, also die müssten schon vorhanden sein, gibt es einen Arduino ISB. Diesen öffnen wir, dann bekommen wir das. Wir müssen noch den Port, also auf Port ist der Uno eingestellt und Port unser USB und laden das einmal ganz normal hoch. Hochladen abgeschlossen. So, jetzt haben wir den Sketch einmal für den Uno, dass wir programmieren können auf den Mikrocontroller. Jetzt gehen wir zu Werkzeug und wählen aus Board den Atini aus. Habt ihr diesen Eintrag noch nicht, geht ihr auf Boardverwaltung. Und könnt hier den Atini installieren. Wenn ihr den installiert habt, könnt ihr ihn auch extern installieren. Wählt ihr aus Board den Atini aus. Welcher Atini das ist? Das ist der Atini 85 bei mir. Die Glock, das sind die Hertz. Bleiben wir bei 1 Hertz. Mehr brauchen wir nicht. Board bleibt der USB-Board. Programmer Arduino aus ISB. So. Wenn wir das angestellt haben, müssen wir zuerst den Bootloader brennen. Das heißt, wir klicken einfach auf Bootloader brennen. Jetzt brennt der Arduino auf den Mikrocontroller den Bootloader. Ist gebrannt. Okay. Danach öffnen wir unseren Sketch für den Mikrocontroller.
Und diesen Sketch laden wir hoch. Da steht hochladen mit Programmer. Also wir wählen das aus. So, hochladen abgeschlossen. Ihr könnt das natürlich zuerst auch testen, zum Beispiel mit einem Blink-Sketch oder so. Aber der Sketch ist vom GitHub-Projekt und was der macht ist, er macht immer Cycles, also er schläft immer 8 Sekunden, zählt 1 weiter und das macht er 225 Mal, das sind ca. 30 Minuten und nach 30 Minuten öffnete er, gibt er Power auf den Pin und dieser aktiviert unseren MOSFET, mit welchem wir dann unseren Arduino starten. Also wenn wir den haben, können wir den rausnehmen, unseren Arduino, und stecken unser Projekt. Und wie gesagt, der Sketch ist so gemacht, dass der Power bleibt noch immer gegenüber von Reset, der Ground bleibt auch hier. Und hier auf diesem Pin vom Arduino gibt er den Impuls, dass er unseren MOSFET öffnet. So, vielen Dank.